Hallo zum Sport am Montag mit Leichtathletik der Spitzenklasse aus dem Ehrenwiesenstadion in Mössingen-Belsen. Da ging am Freitagabend bei besten äußeren Bedingungen bereits zum 11. Mal das Jump-and-Fly-Meeting der LG Steinlach Zollern über die Bühne. Wir haben ja im Vorfeld berichtet, Zuschauer waren auch dabei und die durften sich in diesem Jahr gleich auf 4 statt wie bisher auf 3 Disziplinen freuen. Die nationale und internationale Konkurrenz zeigte im Diskuswurf, im Weitsprung, im Stabhochsprung und erstmals auch im Dreisprung ihr Können. Wir gehen chronologisch nach dem Zeitplan vor und legen los mit dem Sparkassen-Stabhochsprung-Cup der Damen. Da waren 6 Athletinnen am Start, die Italienerin Bianca Falcone und überraschend auch die mehrfache polnische Meisterin Kamila Brzbila blieben ohne gültigen Versuch. Lucia Herzig vom TV Engen hier im Bild schaffte 3,85 m, das reichte zu Rang 5 hinter der zweiten Dame aus Italien. Claudia Ricci überquerte exakt 4 Meter. Da ging es bei den beiden Besten schon deutlich höher hinaus. Die mehrfache Landesmeisterin aus der Ukraine, Marina Kolybko, hat eine Bestmarke von 4,65 m und sprang zuletzt in Prag 4,55 m. Hier ist sie drüber über die 4,30 m und zwar im ersten Versuch. Die 4,40 m waren dann aber nicht mehr drin. Katharina Bauer, TSV Bayern 04 Leverkusen, knackte die 4,30 im zweiten und danach auch die 4,40 m. Damit gewann sie die Konkurrenz und das einen Tag vor ihrem 31. Geburtstag. Nach ihrer neuen Saisonbestleistung versuchte sich Bauer über die 4,55 m. Bei den deutschen Meisterschaften eine Woche zuvor in Braunschweig sprang sie übrigens 4,30 m, dritter Versuch, schade, dennoch ein starker Auftritt von Bauer. Nur 2 cm blieb die DM-Vierte unter dem Stadionrekord. Die Olympianorm liegt bei 4,70 m, das ist natürlich nochmal eine Hausnummer. Mein Kollege Roland Steck führte fachkundig durchs Programm und auch für uns die Interviews, das erste mit der ersten mit Katharina Bauer. Du strahlst aber heute. Du hast hier in Mössingen, Hechingen auch schon andere Wettkämpfe erlebt. Was hat heute besonders gut geklappt? Ich glaube, was besonders gut geklappt ist, dass einfach das Wetter super mitgespielt hat. Wir hatten zwar auch immer viel Gegenwind, aber was auch super schön war, war endlich mal Zuschauer wieder hier zu haben, ne? Die Stimmung gemacht haben, wo geklatscht wurde. Das haben wir jetzt über ein Jahr nicht mehr erlebt und das macht schon nochmal viel aus. Und ich wusste einfach, im Training läuft es gut, ich bin sehr gesund. Es ist wunderschön, wie gerade alles läuft. Ich bin super happy und ja, so kann ich, glaube ich, auch gut in meinen 31. Geburtstag reinfeiern. Ich traue mich, das zu sagen. Die technische Frage ist natürlich, man könnte ja meinen, wenn es Gegenwind ist, dann ist der Aufwind besser oder stimmt es nicht? Nee, ich glaube, es ist eher beim Diskus so, oder? Nicht bei uns Stabis. Denn dann wird der Stab nach oben gedrückt und das ist dann für die Einstichbewegung dann hinderlich, ja. Also Daumen hoch, auch vom LG-Vorsitzenden und Meetingchef Dieter Schneider. Nähtstuckateur Gerald Mago in Mössingen. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Gerüst, Putz und Farbgebung. Wir erfüllen Ihre Wünsche mit unserem erfahrenen Team, termingerecht und professionell. Gerne sprechen wir Ihr Vorhaben mit Ihnen durch, besichtigen Ihr Haus oder Ihre Baustelle. Weiter geht's mit den starken Männern und dem Diskuswettbewerb. Da stand er natürlich im Mittelpunkt. David Wrobel vom SC Magdeburg, Dauergast in Mössingen bzw. in Hechingen. Es wird ja mittlerweile im Jahresrhythmus gewechselt. Wrobel wurde in Braunschweig deutscher Vizemeister und hat mit 67,30 m sein Ticket für Tokio schon in der Tasche. Am Freitag lief es nicht so nach Wunsch. Nur ein Versuch war gültig. Die 60,63 m reichten ihm aber zum Sieg vor seinem Clubkollegen Henrik Janssen, der knapp unter 60 m blieb. Wunderbar, dich mal wieder hier in Belsen zu haben.
War ein komischer Wettkampf heute. Viele ungültige Versuche. Stand der Ring falsch oder woran lag's? Nee, es ist nicht so mein Wetter hier. Ich mag es lieber mit 19, 20 Grad ungefähr und dann auch natürlich ein schönes laues Lüftchen. Heute stand die Hitze hier leider in Belsen und ich habe ja auch ein bisschen schlapp auf dem Bein gefühlt, aber es soll jetzt keine Ausrede sein. Ich bin auch in der Vorbereitung für Olympia, weil ich hoffe ja wirklich, dass ich das Ticket sicher habe jetzt. Jetzt warten wir noch bis zum 29.06. und dann schauen wir mal, was rauskommt. Wie erklärst du das, dass es so viele ungültige Versuche gibt? Gehört das zu dem Sport oder kann man da keinen Grund finden? Ja, heute war es einfach technisch unsauber geworfen. Wie gesagt, ich war heute schlapp auf dem Bein, dann stimmen die Komponenten nicht zusammen mit Oberkörper und Unterkörper. Und ja, ich mache es nächstes Mal besser und jetzt gehe ich ins volle Training nochmal rein. Du sagst immer, der Ring hier in Mössingen sei sehr schnell. Inwiefern ist das ein Vorteil? Ja, man kann auf jeden Fall, wenn die Technik stimmt, kann man hier auf jeden Fall weite Weiten erzielen. Und leider war es halt mir nicht möglich. Und ja, auf jeden Fall, der Ring ist ein super Zustand hier. Und man kann einfach weite Würfe hier zeigen. Neben Pokale, Urkunden und Blumen gab es natürlich auch noch regionale Köstlichkeiten. Hier Pasta und Bier. Abtransport kein Problem für den gebürtigen Stuttgarter. Bei den Damen war sie die Favoritin mit der Startnummer 41, Antonia Kinzel vom SSV Ulm. Die baden-württembergische Juniorenmeisterin setzte sich am Ende auch mit 53 Metern und 58 vor Charlene Zoschke, Eintracht Frankfurt, durch. Also es war in Ordnung, die Bedingungen waren gut, es war kein Wind da, aber im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall in Ordnung. Also ich habe mein Bestes gegeben, habe versucht, das im Training umzusetzen. War ein bisschen schwierig heute, im Training läuft es ganz gut, die Wettkämpfe laufen momentan noch nicht so. Aber wie gesagt, die Saison letztes Jahr war relativ spät und es ist in Ordnung, dass es jetzt halt noch nicht so läuft. Es kommt halt noch, man muss halt geduldig sein und abwarten können. Wir bleiben bei den Damen. Das ist das Feld für den Schüssler Weitsprung Cup. Unter anderem mit Mehrkämpferin Sophie Hamann von der TuS Metzingen und mit Julia Simon vom LV Plietzhausen. Die sprangen beide aufs Podium. Hamann wurde mit 5 Metern und 70 Dritte und Simon mit 5 Metern und 76 Zweite. Getoppt wurde unser lokales Duo von einer Dame aus Baden. Ines Ruf von der LG Offenburg setzte sich mit 5 Metern und 85 durch. Ines, herzlichen Glückwunsch. Ich sag mal, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ein Überraschungssieg. Ja, doch schon. Hab nicht damit gerechnet. Und mit der Weite zufrieden? 5,85 Meter? Ja, ist okay. Der letzte Sprung war richtig gut, leider ungültig. Hätte ich den getroffen, wäre ich richtig zufrieden. Typische Weitspringerinnen-Schicksal. War es ein bisschen windig oder hat es den Anlauf schwieriger gestaltet? Also beim letzten Sprung habe ich dann, kurz bevor ich losgelaufen bin, leichter Rückenwind bekommen. Habe das leider nicht mehr korrigiert und dann war es halt ungültig. So. Trotzdem zufrieden. Weiter geht's mit Weitsprung. Wir schauen vor allem auf Gianni Seeger im orangefarbenen Trikot des TSV Gomaringen. Er war ja nicht zufrieden mit Platz 6 bei den Deutschen, wie er uns im Vorfeld berichtet hat. Da wurden für den 22-Jährigen nur 7,34 Meter gemessen. 7,70 Meter habe er drauf, bei 7,77 Meter steht die Meeting-Bestweite. Das war sein zweiter Versuch und Seeger landete bei 7,31 Metern und damit dies vorweg auf Platz 1. Okay für den Auftakt, aber leider konnte er danach nicht mehr weiterspringen. Die Wade zwickte. Platz 2 ging an Max Kottmann vom VfB Stuttgart mit 7,16 Metern. Ja, aufs Siegerpodest hat es Seeger aber noch geschafft und für ein Interview reichte es natürlich auch noch. Gianni, du strahlst, ich sag mal, du freust dich über den Sieg, wie ist mit der Weite, 7,31? Also mit der Weite kann ich nicht zufrieden sein, aber ich konnte auch heute auch nicht richtig springen. Ich glaube, jeder hat es gesehen. Also ich habe eigentlich fast jeden Anlauf abbrechen müssen. Dafür bin ich eigentlich dann doch sehr zufrieden, dass ich unter Wadenkrämpfen dann so eine Weite springe, hätte ich selber nicht gedacht. Also und dass es dann noch für einen Sieg reicht, ist natürlich noch sehr schön und freut mich. Die Dreisprungkonkurrenz gewann Anna Reisch vom TB Bad Cannstatt mit 12,60 Metern vor Viktoria Fichtel, TSV Rottweil und Tina Pröger, TSV Zirndorf hier im Bild.
Das war also die Dreisprung-Premiere und wir richten den Fokus auf den Höhepunkt des Abends. Der Sparkassenstab-Hochsprung-Cup der Männer war heuer so stark besetzt wie noch nie, ja, zumindest laut Meldeliste. Von der Revanche für Braunschweig wurde gesprochen, als er hier Oleg Zernikel den Titel holte. Zudem geht es noch um die Tickets nach Tokio und ein Ex-Weltmeister war zwar da, aber nicht in Aktion. Roland klärt auf. Was war los? Du bist hier. Alles hat sich auf dich gefreut. Du warst wahrscheinlich auch auf dem Wettkampf. Was ist passiert? Ja, ich habe mich natürlich auch auf den Wettkampf hier gefreut, aber beim Aufwärmen habe ich ein bisschen was in meiner rechten Kniekehle gespürt. Und ja, aus Erfahrung weiß man dann, wenn man dann weiter 100% gibt, dann kann aus einer kleinen Sache schnell eine große Sache werden. Und das wollte ich auf jeden Fall in so einer Olympiasaison vermeiden. Und deswegen tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe mich sehr gefreut hier heute auf das Springen. Das wäre mein erstes Mal hier in Mössingen gewesen. Hilft alles nichts, muss ich nochmal wiederkommen. Ja, natürlich. Jetzt, was war eigentlich das Ziel für heute? War ja hoch. Olympia-Qualifikation, Revanche für Braunschweig, 5,80 Meter plus. Oder mit welcher Erwartung bist du hierher gekommen? Ja, die Erwartung war erstmal mindestens 5,70 Meter zu springen, da ich die Olympianorm schon aus dem Jahr 2019 habe, aber noch meinen Leistungsnachweis von 5,70 Meter brauche. Das war der erste Schritt für heute, aber ich habe mich eigentlich wirklich gut gefühlt und jetzt versuche ich dieses gute Gefühl mit hoffentlich so wenig wie möglich Pause in die nächsten Wettkämpfe mitzunehmen. Und ja, es tut mir leid für alle. Ich wäre sehr gerne heute hier gesprungen, aber das holen wir definitiv nach. Neben dem Olympiadritten 2012 in London musste auch U23-Europameister Bo Kandalita-Bäre vom TSV Bayer 04 Leverkusen verletzt passen und auch Torben Blech sagte ab. Und wir steigen ein bei 5,40 Metern. Die überquert hier der Meeting-Rekordhalter und Asienmeister Ernest Obiena von den Philippinen. Und kurz danach auch der frisch gebackene deutsche Meister Oleg Zernikel. 5,80 Meter sprang der in Braunschweig und krallte sich damit auch einen Startplatz für die Olympischen Spiele. Dann schauen wir auf Tom Linus Humann vom Schweriner SC. Dritter Versuch, jawohl. Auch der Leverkusener Philipp Kaas knackte diese Marke. Höher hinaus ging es für die beiden dann aber nicht mehr. Dafür verbesserte Obiena mal eben seinen eigenen Stadion- und Meeting-Rekord. Der stand bei 5,63 Metern und steht jetzt bei 5,65 Metern. Ja, und nur ein paar Minuten später schraubte der 25-Jährige ihn vor rund 350 Zuschauern auf 5,70 Meter. Chapeau! So, das ist auch mal eine Ansage für Oleg Zernikel vom ASV Landau. Auch er über die 5,70 drüber, bravo. Zernikel gewann übrigens im Vorjahr bei der 10. Auflage im Hechinger Weiherstadion. Und der Glückwunsch seines Kontrahenten kommt sofort. Toller Zweikampf in Mössingen-Belsen. So, und jetzt liegen für Obiena 5,85 Meter auf. Wahnsinn, es war die viertbeste Höhe, die weltweit in diesem Jahr überhaupt gesprungen wurde. Zernikel scheiterte danach zweimal an dieser Höhe und noch einmal an 5,90 Meter. Obiena ließ dann 5,93 Meter auflegen. Das wäre neuer Asienrekord. Ja, die packte er zwar nicht mehr, vielleicht ja dann in Tokio, aber die 5,85 waren das Highlight an diesem Abend in Mössingen. First of all, congratulations. Ernest, herzlichen Glückwunsch. Hast du so eine Leistung erwartet? Nein, nicht wirklich. Ich habe noch mit meinem Trainer telefoniert und ihm gesagt, was soll ich tun? Und er meinte, spring einfach und wir schauen, was dabei rauskommt. An einem guten Tag packe ich die 5,85 Meter, ja, und es war dann doch ein guter Tag. Die Zuschauer kamen also auf ihre Kosten. Großes Lob auch an die Organisatoren der LG Steinach-Zollern um Dieter Schneider. Und der hat zumindest für heute das Schlusswort. Ja, es war das beste Jump and Fly forever. Ich denke, das ist eindeutig mit dieser Stabhochsprungleistung der Männer. 5,85 Meter und die 5,93 mit dem neuen Asienrekord versucht. War nicht aussichtslos. Haben wir jetzt eine Dimension erreicht und sind in der Weltspitze angekommen, im Stabhochsprung der Männer. Und das in unserem beschaulichen, familiären Stadion. Grandios,
ganz toll auch, was die Zuschauer hier mitgemacht haben. Und wir haben einfach auch richtig getimed, indem Zuschauer wieder zugelassen waren. Die Stimmung war gut, die Atmosphäre war gut, die Athleten gut aufgelegt. Ja, was will man mehr? Die Bedingungen optimal. Das können wir nur unterstreichen. Mehr zum besten Jump and Fly ever folgt dann auch mit dem Blick auf den Nachwuchs aus der Region und dem Ausblick auf die weitere Saison. Und mit dem Höhenflug von Ernest Objena schicken wir sie in die Woche.